Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Sabinus 2. Ja, wir haben den letzten Part ja beendet mit dem Ork-Szene farmen und das hat ja erstmal nicht ganz so gut geklappt. Und zwar habe ich jetzt nochmal das ausprobiert und den Biologen erstmal zum Beispiel Quest aktiviert und dann festgestellt, dass man nämlich dann die Ork-Szene passiv auch noch droppt, zum Beispiel geht dann automatisch ins Inventar. Ja, habe jetzt erstmal eine Menge von 45 Stück gefarmt. Hab dann auch noch die, hab mir auch Level 40 bzw. 41 gemacht. Hab mir jetzt nochmal so ein 41er Helm hochgeabt. Auch Boni sind jetzt erstmal Wayne, bzw. nicht so wichtig. Was habe ich noch gemacht? Genau, Aura P. 406 Angriff bringt das jetzt. Und jetzt würde ich erstmal sagen, geben wir erstmal die ganzen Ork-Szene ab. In der Hoffnung, dass man die. Okay, ja, dass man fehlt. Ordnung. Ah, okay, das heißt, man kann nur alle 3 Minuten. Okay, das ist gut zu wissen. Ich weiß gar nicht, ob man da noch irgendein Item haben kann später, um die schneller abzugeben. Aber dann wissen wir schon mal Bescheid. Das heißt, was wir in diesem Art machen, wir gehen drehen jetzt erstmal am Rad. Also ich hatte mir davor noch einmal gewotet. Das heißt, wir können jetzt zweimal drehen. Wo haben wir die noch mit da? Ah, schick das Rad. Mal schauen, was wir bekommen. Und okay, die Bisshandschuhe. Was noch? Schauen. Ein Erfahrungsring. Okay. Das ist nicht ganz so schlecht. Das heißt nämlich, wir werden uns jetzt erstmal auf Level 50 machen. Beziehungsweise 55, wenn wir uns einen aufrecht leveln. Ich denke mal, am schnellsten geht das, wenn wir. Wir können einfach im. Ja, Island ein paar Meetings und dadurch XP-Ring reinklatschen, farmen wir auch gleichzeitig noch. Wo haben wir Island? Da haben wir's. Denke ich mal, hat gleich einen doppelten Sinn. Können wir gleich farmen und gleichzeitig leveln. Dann holen wir gleich noch einen XP-Ring rein. Dann können wir auch mit 50 die 1000, 50 oder 55, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, die 1000 nutzen. Dann machen wir auch gleichzeitig noch ein bisschen mehr Schaden. Da farmt auch schon gerade einer. So, dann wollen wir mal also Erfahrungsring aktivieren. Okay, eine deutsche uns. Ich weiß gar nicht, ob wir den schaffen. Vermute mal nicht, aber wir können es ja einfach mal probieren. Okay, das war Fail. Drachengott, alles reinhauen. Na. Okay, meine Klemmkünste sind echt. Gut, so jetzt vielleicht. Ah, ich würde sagen, den lassen wir jetzt erstmal. Ich gehe mal ein bisschen weiter hin, dass er uns nicht mehr verfolgt. Das werden wir dann später auf jeden Fall mal nachholen. Aber ich glaube, am Anfang ist es ganz gut, wenn wir dann doch uns erstmal auf die Mädchens hier fokussieren. Okay, jetzt läuft hinterher. Kannst du wieder zurücklaufen? Ja, perfekt. So. Dann habe ich da noch vorne oder ein paar Energiekristalle gemacht. Das haben wir jetzt mal eine Chance für kritische Treffer 10%, Epirigi stark gegen Monster, Untote und XP-Bonus bekommen. Ist ziemlich cool. So, wir müssen natürlich erstmal die Anti-XP enablen. So. Sonst bringt das natürlich alles nichts. So, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir jetzt erstmal ein GPP droppen und dann habe ich gesehen, dass ich hier letztes Mal auch schon mal die 55er Schuhe bekommen habe. Vielleicht droppen wir ja auch schon mal HTK und HTA. Das wäre ziemlich gut und Ewis brauche ich auch noch. Damit wir das dann schnellstmöglich bekommen. Und ansonsten ja, ein Rundi habe ich gedacht, brauche ich jetzt erstmal nicht. Da würde ich mir, denke ich mal, als nächstes dann doch schon das 61er Schild irgendwie besorgen und hochmachen. Macht auf jeden Fall mehr Sinn als, ups, als das Bundi hochzuhaken. Und genau, das ist diese Item-Truhe. Dadurch bekommt ihr dann halt die entsprechenden Sachen. Ich habe jetzt hier erstmal so blaue Kristalle etc. Ich mache die einfach gleich auf, damit ich die schon mal vorsortieren kann. Und dann später nicht das Inventar so zugemüllt habe. Das kann ich überhaupt nicht ab. Ah, und da haben wir nämlich auch eine HTK gedroppt. Ziemlich cool. Das heißt nämlich, während wir Level 75 sind, müssen wir auf jeden Fall die T-Rats machen. Ich meine, muss ich die T-Rats machen, um ein Giftig zu sorgen. Und dann werden wir uns auch straight
zu den 90er Meetings bewegen, von denen man nämlich, soweit ich weiß, Perlen droppt. Und wo wir dann quasi unser, wo ich dann besser gesagt mein Equipment hochmachen kann. Das heißt, dieses Video wird erstmal so quasi so ein kleines Farm-Video und Level-Video. Beides gleich aus machen. Und wie gesagt, ich weiß, ja doch, wir warten jetzt erstmal, bis ich dreimal Monster habe und 75 Kaka braucht man, glaube ich. Und dann werden wir mal versuchen, so ein Bob plus 5 herzustellen. Den werden wir uns dann aufbewahren fürs Gifty. Der braucht, glaube ich, dreimal Mob, 75 Kaka und ich glaube 100 Energie gespitter. Oder 75, ich glaube 75 waren es. So. Dann müssen wir auch mal auf jeden Fall mal zusehen, dass ich ein bisschen mehr Young droppe. Beziehungsweise farme. Nochmal in den ATK. Das ist gut, ein HCA auch. Ja, perfekt. Dann haben wir jetzt das schon mal zusammen. Das heißt, jetzt fehlt mir nur eine Ebenholztruhe. Ebenholzarmband. Quatsch. Ebenholzohrringe. Um das dann Ganze komplett zu machen. Jetzt haben wir hier 48er Rüstung. Sura getroffen. Die ich erstmal jedenfalls nicht brauche. Ich mal wegschmeißen. Sura plus 2 Wochen auch nicht. HCA brauchen wir auf jeden Fall. Die brauchen wir auch nicht im Mysterio-Band. ATK können wir verkaufen, beziehungsweise ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, da einfach mal versuchen, gute Bonis drauf zu machen. Die behalten wir auch erstmal, um das dann zu verkaufen. So, Fantastik plus 3, auch weg. Linie plus 4, da habe ich glaube ich schon 4 Stück von oder so. Ja. Oder jetzt 4 Stück. Tour. So. Dann Liebeshandschuhe. Ja, da muss ich auch nochmal schauen, ob ich nicht irgendwie irgend so ein Pet mir hole. Ich weiß gar nicht, vielleicht bekommt man ja ab 50 oder so eine Mission, wo man dann eins bekommt. Das müssen wir mal sehen. So, jetzt den ja noch. Wenn gleich 50 erreicht, wollen wir mal schauen, ob es da irgendwie eine Mission gibt. Dann wird da ein Detail XP. Dann wird eigentlich schon okay. Muschel können wir eigentlich auch schon mal öffnen, ein paar jedenfalls. Denn die Perlen, wie gesagt, werden wir auf jeden Fall brauchen. Zack, 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 zack. So, 7 Weiße ist schon mal nicht schlecht. Und natürlich Ab-Item-Truhe, die muss ich auf jeden Fall auffahren, denn da werde ich auf jeden Fall einige von brauchen. 60. Jetzt haben wir schon mal 10 Weiße, das ist nicht schlecht. Steinstücke, meiner Meinung nach, kann man die auch, glaube ich, eintauschen beim Angler. So, jetzt haben wir 11 Weiße, 7 Blaue und 5 Rote. Können wir die abholen, die packen wir hier hin. Die ein paar werde ich immer behalten, falls man auch irgendwie doch noch mal was hochhaben muss und dazu Muscheln braucht, hat man mal ein paar vorrätig. Ist nicht ganz so schlecht. Und wie gesagt, von Anfang habe ich hier 45 DSS drin, das reicht mir auf jeden Fall. Denn werde ich für DT auf jeden Fall noch überall Untote rein switchen, reinpacken. Und dann werden wir auf jeden Fall ein paar DT uns machen, um dann giftig zu bekommen. Denn Gift ist auch, glaube ich, derbe viel wert auf plus 9. Auf jeden Fall jedenfalls 5 KKK, soweit ich glaube, ich bin zum Beispiel nicht 5 KKK, ist übertrieben. Ich glaube 3 KKK auf jeden Fall. Zum Beispiel, je nachdem, was dann natürlich dort für Bonus drauf sind, variiert der Wert. Aber man kann auf jeden Fall Gifties gut farmen bzw. eintauschen gegen andere Sachen. Das ist ungefähr 48. Der nächste. Die Vitas bin ich auch, weil da so ein Scheiß. Was heißt ein Scheiß? Eigentlich ein geiler Boss steht, aber den packen wir jetzt einfach noch nicht. So. Boni-Truhen kann ich auch gut verkaufen, glaube ich, von Anfang an. Titanenschilder. 90. Gut, hat natürlich jetzt nicht so geile Bonis, aber trotzdem schon nice.
und so Mosaikkristalle haben, beziehungsweise dieses Seelenkristall-Equipment will ich mir auf jeden Fall dann später auf jeden Fall zulegen. Ja, wie gesagt, ansonsten hat sich vom Equipment noch nicht viel getan. Das Einzige, was ich, wie gesagt, bis jetzt auf Screen gemacht habe, ist diese 40er-Quest, dass wir hier schon mal diesen Keiler haben, der uns 100 AP erbringt. Und dann werden wir mit Level 50 oder werde ich auf jeden Fall auf Screen noch ein bisschen farmen. Und sobald ich dann quasi mehr Material zusammen habe, muss ich Loot ins Bett machen. Eins machen. Jetzt hatte ich erst gedacht, dass man, wie gesagt, die Bios alle nacheinander abgeben kann. Ist aber in dem Fall nicht der Fall. Aber so, ich meine nämlich, hier gibt es nämlich dieses Premium-Paket. Wie kommt jetzt noch die Motivation? Keine Wartezeit der Baby Bio-Quest. Keine Wartezeit, genau. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, da spare ich, denke ich mal, drauf. Damit wir es quasi direkt einmal durch. Beziehungsweise bei Ork 10 lohnt sich sie wahrscheinlich nicht so. Aber dann bei den späteren, bei Eiskugel und Holzäste etc. Das haben wir auf jeden Fall gleich schon mal Level 50 erreicht. Mal schauen, ob wir da dann irgendwie vielleicht die Möglichkeit haben, noch eine Quest zu machen. Archiv mitkommen, blaue Perle bekommen. Fertigkeit zu groß. Achso. Ach, hier droppt man teilweise auch Perlen aus. Okay, und wir haben ein GPP genommen. Das ist schon mal ziemlich geil. Und hier ist jetzt der auf weg. Dann machen wir zwei Mädchens noch und dann werden wir vielleicht noch mal einmal versuchen, den auf plus 8 oder vielleicht sogar plus 9 zu bekommen. Und können wir gleich mal öffnen. Steine, die wir nicht brauchen, wegschmeißen. Polytron. Dahin, die brauchen wir nicht. Auch nicht, somit die können wir vielleicht später von den Ninja oder so, wenn wir uns einen machen, aufbewahren. Das brauchen wir nicht. Wiederkehr brauchen wir nicht. Schrott hier, ganz Crap erstmal wegwerfen. Aber jetzt haben wir schon mal endlich einen PPP-Block. Ich glaube, noch 15 Mädchen oder so. Was heißt endlich? Aber Olympia. Genau, jetzt haben wir auf 50 nämlich auch Olympia-Thronen. Aus dem wir dann silberne und bekommen. Durchbohrender Kampf. Okay. Dadurch können wir nämlich meiner Meinung nach Bronzemedaillen und Silbermedaillen bekommen, die wir dann eintauschen können gegen die Frisur. Ich hatte ja schon von den Bossen 50 Goldmedaillen erfarmt. Das hätte mich erst gefreut. Oh geil, die kannst du gleich direkt gegen die Frisur eintauschen. Hab dann aber festgestellt, dass ich dazu auch die Silbermedaillen brauche. Also muss ich die jetzt erstmal farmen. Jetzt wollen wir schauen. Den fangen wir jetzt erstmal noch da hin. Gar ein Los von durchbohrender Kampf. Okay. Ich dachte, da kommt irgendwie doch nur aus dem Boss. Ich gucke gleich nochmal nach. Bei dem Mädchen, den machen wir jetzt auf jeden Fall erstmal noch down. Scheiß auf den Boss. So, jetzt komm her, komm her. Jetzt mal raushalten. Alter, der macht Schaden. Mein Gott, nerv jetzt nicht. So, jetzt nochmal alles reinhauen. Okay, wir lassen das auch jetzt erstmal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt Feuerwerk. Okay, anscheinend doch die Dinger nicht. Da muss ich mich nochmal genau die herbekommen. Denn so eine Frisur wäre natürlich für den Anfang schon ganz nice. Und dann werden wir gleich nochmal versuchen, hier die. Der Typ, der nervt, ey. Unglaublich. Die Splitter fünf Stück. Nee. Ja, kannst du gerne nehmen. Warte, ich töte dich, warte. So. So, dann freut er sich, das ist doch top. Ich hoffe, die geht jetzt nicht wieder auf mich, aber ich kann mein Mädchen hier finishen. Sind wir beide zufrieden. Können wir da noch mal gucken, was er da rausbekommt. Ja, ich spiele erstmal alles eben aufnehmen. Und danach gehen wir noch mal an einen ruhigen Ort, in Anführungsstrichen. So, der kriegt ihn ja auch recht schnell down. Mal gucken, was er rausbekommt.
Jetzt kann ich schon mal meinen ganzen Scheißkram, den ich hier wirklich brauche, wegschmeißen. Und so zwei Bocke Mensch. Was meinst du dich? Oh, kann man gleich Feuerwerk aktivieren hier? So, Seelenstein, Sabinus, okay, dadurch bekommt man auch Perlen und Truhe auf jeden Fall. Und ich denke mal, ich gebe dir Tipp. Farm den. Bei Merkel bist du eine Bohne. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Ast. Uniton. Jo. Wie viel haben wir? Ich glaube. Schauen hier. 400 Stück. Es versuchte dir. Ja. So, und jetzt werden wir auch nur so. Ja, ist egal. Ich brauche die Truhen. So, jetzt werden wir noch eben versuchen, den GPP zu appen. Viel zu lange geschnackt hier. So, Dämonen-Edelsteine haben wir ja 2 Stück. Okay, also wenn es jetzt nicht klappt, dann haben wir schon verkackt quasi. Alter, der kommt nicht. Okay, ist schon mal gut. Das, ach. Und ach, was hast du gesagt? Okay. Schade. Egal. Ich würde sagen, das war's erstmal von diesem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann wird hoffentlich mehr Inhalt. Und bis dann. Haut rein. Ciao.